Können wir mal kurz über Fahrradklamotten reden? Es gab wirklich Leute, die haben gesagt, sie würden nicht mit mir fahren gehen, wenn ich Söcklinge anziehe. Also nicht, dass ich das jetzt inzwischen noch machen würde, weil es ist ja anscheinend ein Fashion-No-Go. Und ich will ja cool sein. Ja, look pro, go slow. Also, richtig anziehen auf dem Rad. Also ich bin ja so ein alter Hip-Hopper. Hab gedacht, früher, ne? Baggy Pants wären cool, aber beim Fahrradfahren funktioniert es einfach nicht. Also ich habe gemerkt, dass ich mir einfach mein erstes Set an Fahrradklamotten komplett zu groß gekauft habe. Grundsätzlich gilt tight as fuck. Problem ist nämlich das mit der Luft. Also du fährst Fahrrad, fängst an zu schwitzen und wenn dann auf die nasse Haut Luft trifft, kann es eben kalt werden. Das ist, wenn man jetzt bei sommerlichen Temperaturen in der Toskana unterwegs ist, natürlich kein Problem. Beim deutschen Sommer aber halt öfters schon. Weil es ist ja nicht nur die Temperatur ausschlaggebend, die im Wetterbericht steht, sondern es kommt eigentlich viel mehr darauf an, wie viel Wind geht. So ein 22-Grad-Tag, der kann total entspannt sein. Wenn aber nebenbei Sturmböen herrschen, dann wird es echt eklig auf dem Fahrrad. Es geht einfach beim Fahrradfahren unfassbar viel drum, Wind an den Körper ranzulassen, wenn einem zu heiß ist, und Wind vom Körper abzuhalten, wenn es einem zu kalt wird. Und total unterschätztes Kleidungsstück, wo ich am Anfang immer gelästert habe, das Gilet. Kann man klein zusammenpacken, einfach hinten in die Jersey-Tasche rein oder auch zum Beispiel einfach offen überziehen und während dem Fahrradfahren auf und zu machen. Ich kann es jetzt nicht ganz zumachen, weil hier habe ich schon wieder dran gefasst, der Ton natürlich sitzt. Also wenn der Oberkörper warm ist, dann ist auch der Rest warm. Es ist nicht so ultimativ wichtig, was mit den Armen passiert. Also da kann man im Gegenteil bei einer Weste auch total gut noch Dampf ablassen über die Achseln. Aber solange der Oberkörper warm ist, ist alles fein. Und hier vorne trifft eben auch der Fahrtwind auf. Was unfassbar praktisch ist, wenn so ein Gilet von unten und von oben zu öffnen ist. Also bei mir zum Beispiel, mir ist ganz oft am Hals kühler. Aber wenn man dann hier unten, ne, mache ich jetzt hier mal so, wenn man hier unten einfach aufmachen kann und weiterfahren kann und hier ist so ein bisschen die Lüftung, dann ist das wahnsinnig angenehm. Das ist jetzt zum Beispiel ein Regengilet. Dann hat man aber natürlich auch so Geschichten, wenn es jetzt wirklich wesentlich wärmer ist, wesentlich leichterer Stoff. Und vor allen Dingen die Rückenpartie ist aus so einem sehr durchlässigen Mesh-Material. Und über den Rücken kann man sehr viel warme Luft ablassen. Sowas kriegt man natürlich dann noch kleiner zusammen und kann es einfach mitnehmen. Gilet, super like. Prinzipiell kann man natürlich in jedem T-Shirt Fahrrad fahren. Also wirklich in jedem. Wobei ich ja sagen muss, ich habe mich inzwischen echt an diese Jerseys gewöhnt. Ich bin ja früher in meiner gescheiterten Mountainbike-Karriere auch knallhart mit einem Baumwoll-T-Shirt die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Aber inzwischen finde ich es doch ganz angenehm, wenn man dann so nach der Mittagspause das Ding einfach wieder getrocknet ist und habe mich an diese teilte Silhouette gewöhnt. Wer Bock auf Flanellhemd hat, der kann es natürlich auch durchziehen. Das haben die Jungs von Gran Fondo ja neulich auch mal ausprobiert. Ich fand es ja schick, aber gab ein bisschen Shit im Internet. Das Praktische an den Dingern ist halt, man kann mal kurz hier vorne auch aufmachen und ein bisschen lüften. Ist nicht so doof. Und vor allen Dingen die Taschen hinten. Am Anfang bin ich mir wahnsinnig dumm vorgekommen, weil ich mich wie so ein Reverse-Känguru gefühlt habe. Und wenn ich die ganze Zeit über diesen Wind lästere, dann rächt er sich halt einfach auch. Aber genau, Taschen super praktisch. Flickzeug kann auch rein. Wobei natürlich für mich andere Dinge in diesen Taschen wesentlich relevanter sind. Was ich am Anfang auch total unterschätzt habe, Baselayer. Sau blöd, weil so ein Baselayer verschiedene Funktionen hat. Also wenn der richtig schön tight unter dem Jersey sitzt, transportiert der Feuchtigkeit weg von der Haut. Was praktisch ist, weil dann der Körper wieder die Chance hat, seine Temperatur selber zu regulieren. Weil wenn der ganze Schmodder und Schweiß da drauf pappt, ist es schwieriger. Aber gerade diese erste Schicht bringt die Feuchtigkeit weg von der Haut. Und das Absurde ist, dass deswegen auch gar nicht so doof ist, an so einem richtig heißen Tag einen Baselayer drunter zu ziehen, wenn man es wirklich nötig hat mit dem Feuchtigkeitstransport. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Baselayern. Der hat jetzt zum Beispiel noch einen Ärmel.
Zwei Base Layer sind smart, einfach deswegen, wenn man sich die in verschiedenen Wärmekategorien kauft, also einen, der so ultra leicht ist und einen, der ein bisschen wärmer ist, dann kann man eigentlich mit einem und demselben Jersey hat man drei. Weil dann ziehst du es einmal ohne was an, dann ziehst du es einmal mit dem leichten an und einmal mit dem wärmeren und man ist flexibler. Windjacke. Ich fahre eben sehr viel mit Windjacke, weil man verschiedene Situationen hat, zum Beispiel in die Mittagspause doch mal im Biergarten den Tisch im Schatten erwischt, kann man das Ding einfach schnell überziehen. Oder in der Dämmerung, wenn es ein bisschen kälter wird, auch da kommt man dann noch halbwegs lebendig nach Hause. Grundsätzlich einfach, solange man sich bewegt, ist alles fein, aber wenn man stehen bleibt und dann doch irgendwo Wind oder Schatten ist, dann wird es einfach schnell frisch. Auch beim Abfahren, wenn man hoch geschwitzt hat, super heiß da oben ankommt, hautnass, dann für die Abfahrt einfach die Windjacke überziehen, wenn dann der Fahrtwind voll draufballert. Was vor allen Dingen bei mir ultra wichtig ist, weil ich so krass schnell bin. Weil es hier alles so authentisch ist, habe ich mir jetzt noch schnell die Windjacke übergezogen, weil ich jetzt hier im Schatten stehe und mir arschkalt ist. Weil Wind. Ja, also genau jetzt, genau. Königsdisziplin beim Fahrradoutfit, Shorts. Ist so das Kernstück beim Outfit. Ganz wichtig, blaue Flecken auch immer passend zur Shortfarbe wählen. Fahrradhose ist das Teil, was am meisten Gewicht tragen muss. Also auf dem Gesäß, auf dem Sattel entsteht unfassbar viel Druck und Reibung. Also der Hauptkontaktpunkt auf dem Fahrrad ist der Po. Deswegen tut er auch irgendwann zwangsläufig weh, wenn man keine gescheite Fahrradhose anhat. Ganz wichtig, Frage kommt immer wieder. Nein, unter eine Fahrradhose zieht man keine Unterhose an. Ich weiß das, ich habe es probiert. Again, weil das Ding sollte eben wirklich eine zweite Haut sein. Also es muss wahnsinnig eng sein, damit keine Reibung entstehen kann. Also überall, wo Luft zwischen Haut und Klamotte ist, kann prinzipiell Reibung entstehen. Frage, Träger, keine Träger. Ich finde Träger ja inzwischen ganz geil. In Sachen Sexappeal gibt es natürlich Schöneres. Aber ich mag es ganz gerne, einfach weil die Hose dann wirklich an Ort und Stelle bleibt. Ich kann das jetzt hier mal demonstrieren. Ja. Hier geht zum Beispiel die Hose einfach direkt in so ein Leiberl über. Jetzt kommt der Striptease-Part dieser Episode. Also man hat hier auch so einen integrierten Base-Layer schon drin, der ein bisschen breiter ist. Also hier hinten läuft es einfach auch komplett nach oben. Und gerade beim unteren Rücken, das ist so ein Bereich am Körper, das ist einfach unangenehm. Man ist ja in dieser Angriffsposition auf dem Fahrrad. Und wenn dann hinten was rutscht und da zieht es an den Nieren lang, bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ist einfach nicht so angenehm. Deswegen habe ich mich inzwischen echt an Trägerhosen gewöhnt. Ich mag die echt gern. Das Problem ist dann halt einfach nur die Pinkelpause. Gerade als weibliches Wesen ist es so ein bisschen unpraktisch. Im Sommer, naja, meinetwegen, aber sobald man dann halt, wenn es ein bisschen kühler wird, mehrere Schichten anhat und dann den ganzen Scheiß jedes Mal ausziehen muss, wenn man pinkeln will, ist nicht geil. Also ich habe mal zu Anschauungszwecken, die ich jetzt schon wieder weggeschmissen habe, ultra professionell, habe ich mal meine Winterhose mitgebracht. Also hier von vorne auch ganz normal die Träger und dann ist hinten in dem Rückenteil ist ein Clip eingearbeitet. Und zwar kann man den relativ simpel auch mit einer Hand auf und zu machen, kann dann die Hose einfach runterziehen, sein Geschäft erledigen, was nach Rosenblüten duftet und ist im Nu wieder angezogen. Also es gibt auch Hersteller, die arbeiten mit Reißverschlüssen. Es gibt welche, die haben so überlappende Stoffpartien. Einfach überlegen, wenn man sich so eine Fahrradhose mit Trägern kauft, früher oder später muss man sich erleichtern, weil man ja auch unfassbar trinken muss. Sekunde. Ich habe nämlich jetzt auch die ganze Folge nichts getrunken, jetzt habe ich auch Durst. Also nicht dehydrieren, jetzt kommt gerade wieder der Bauer, sondern ordentlich trinken und lieber das Pinkelproblem lösen. Ohne Träger kann man natürlich am allereinfachsten pinkeln. Da sind dann meistens solche praktischen Anti-Rutsch-Geschichten eingearbeitet. Also hier auch tight bleiben.
weil auch die können nach oben rutschen. Jetzt schreien natürlich ganz viele, gerade von den Boys, dass sie keinen Bock haben auf Tights. Es kommt ja inzwischen auch wieder viel, viel mehr, dass man einfach eine enge Radhose drunter zieht mit einem Polster, einem anständigen drin und dann eine weitere Shorts drüber zieht. Da gibt es eben auch so Cargo-Taschen, wo man dann auch sein Zeug hinten rein oder an die Seite packen kann, gerade wenn man nicht unbedingt Bock hat auf Lenkertasche oder Jersey oder was auch immer. Die schlechte Nachricht in Sachen Hose ist halt, dass man nicht wirklich sagen kann, das Polster ist super, das nicht so, weil halt jeder Po auch ein bisschen anders ist. Das ist Geschmackssache, man muss blöderweise ausprobieren. Also man muss ausprobieren, was auch ungut ist, weil das halt eins der Teile ist, die wirklich mit am teuersten sind. Again, schlechte Nachricht, das hat auch einen Grund. Also die teuren Polster sind schon meistens die besseren. Also so vom Discounter ist eher für den Arsch. Sorry, Aldi. Aber die gute Nachricht ist, wenn man ein gutes Polster hat, kann man auch viel länger damit fahren. Also, do it. Wenn man sich eine Regenjacke kauft, dann soll es halt auch eine richtig gute sein. Ja, dieses ganze Geleiere, was man da jetzt gerade schon so gezeigt hat, das bringt nichts, wenn es von oben nass wird. Ist die oberste Schicht nass, sind alle Schichten nass. Deswegen bei einer Regenjacke auch lieber nicht sparen. Also man kann sich an der Wassersäule orientieren. Wenn die im fünfstelligen Bereich ist, dann ist schon mal nicht so verkehrt. Alles, wo so ein Gore-Tex-Ding drauf ist, the real shit. Das hier ist zum Beispiel so die Königsklasse mit so einer ganz dünnen Shake-Dry-Membran. Die kann man auch sehr, sehr klein zusammenpacken, gut verstaubar und man bleibt eben trocken. Lieber vielleicht noch mal ein bisschen Kohle zur Seite legen und dann eine richtig gute Regenjacke kaufen. Dann wird man auch langfristig glücklich damit und dann halten die Dinge halt einfach auch ewig. Bei den Dingern habe ich am Anfang gedacht, es wäre ein Scherz. Aber sind ultra praktisch. Gerade heute musste ich um 4.45 Uhr aufstehen, weil der Kameramann das schöne Licht haben wollte. So, war arschkalt, als wir hier angekommen sind. Und war aber klar, je mehr die Sonne kommt, desto wärmer wird's. Und da zieht man einfach am Morgen so einen Armling über. Und sobald es dann wärmer wird, kann man das Ding wieder ausziehen. Ne? Super schnell kann man sogar während dem Fahren machen. Und die sind so klein, die kann man hinten in die Jersey-Tasche stecken. Und wenn dann abends in der Dämmerung es wieder ein bisschen kühler wird, dann zieht man die Dinger einfach wieder an. Gibt es auch für die Beine, Beinlinge, gleiches Prinzip. Die hier zum Beispiel auch in der schicken Dreiviertel Capri-Version. Und kommt damit aber über eine wesentlich weitere Temperaturspanne, als wenn man jetzt nur ein Kurzarm-Jersey hätte. Kurzarm-Jersey und Fahrradshorts, Weste, Arm- und Beinlinge, Windjacke, zwei Baselayer, einer leicht, der andere ein bisschen wärmer und die Regenjacke. Also die großen Teile werden jetzt damit abgehakt, aber man hat ja echt fast das Gefühl, dass dieser ganze Kleinkram im Fahrradfahren viel, viel wichtiger ist. Also Socken, das ist echt so ein Politikum. Söcklinge, absolutes No-Go. Man sollte offenbar echt, fingers crossed, hoffen, dass man die richtige Sockenhöhe erwischt hat. Also selbst wenn man dann die guten hat. Mein einziger Komplex ist, dass mir das immer so wahnsinnig unvorteilhaft in manchen Positionen die Wade nach oben quetscht, weil ich eben keine Stahlwaden habe. Aber da arbeite ich dran. Also arbeiten tue ich ja tatsächlich auch. Ich habe ja noch einen richtigen Job und bin Journalistin. Und als ich fürs Bergwelten-Magazin Essay geschrieben habe, haben die mich mit Söcklingen illustriert. Das ist der ganze gute Ruf dahin. Ganz populär sind natürlich auch die Hipster-Caps. Wobei man da auch sagen muss, dass es natürlich auch eine Berechtigung gibt, warum man die aufziehen kann. Also was natürlich, wenn jetzt irgendjemand ankommt und erzählt, die Socken, das liegt alles nur an der Aerodynamik. Ja, wahrscheinlich. Als ob es die Socken bei 99% rausreißen würden. Aber die Caps hilft schon gegen Wind. Also ich ziehe die oft an, wenn es nicht so kalt ist, dass man jetzt ein Stirnband oder irgendwas bräuchte über den Ohren. Aber einfach, dass so ein bisschen der Wind abgehalten wird und wenn die Sonne so richtig runterbrennt, kann es natürlich auch was bringen, verliert aber halt auch dann ein bisschen die Lüftung über den Helm raus. Schicke Brillen. Fahrradbrille ergibt Sinn, die Form, die hat schon ihren Grund.
einfach damit die Augen nicht tränen und man nicht irgendwann erblindet, wenn man die ganze Zeit stundenlang in der Sonne rumfährt. Aber zieht man die jetzt unter den Helmstrap oder über den Helmstrap? Ich habe ewig nicht gewusst, wieso, aber offenbar immer über den Helmstrap. Ich glaube aber, es liegt am Sponsor, also dass man Sponsor besser präsentieren kann, wenn der Helmbügel nicht drüber ist. Zum Thema Helm, da gibt es jetzt allerdings keine Diskussion und jetzt auch mal ohne Scheiß. Ich verstehe das nicht. Also man, ich kriege schon gar nicht so hin. Also man sieht doch total oft Leute, die den Helm so im Nacken tragen, so lässig. Wie so ein New Era Cap. Wie soll das funktionieren? Also da steckt sau viel Technologie drin, damit man Aufprall abfedern kann mit Mips und ist ultra leicht und so weiter. Aber wenn der so ist, dann federt er doch nicht ab. Also funktioniert doch nicht. So, also deswegen, Helm ist kein Hipsterhut. Helm ist Udo Lindenberg. Ja. Ja. Safety first. Geil. Also wenn es um die Funktion geht, dann kommt man mit den Faustregeln echt ganz gut durch den Sommer. Wenn es um den Style geht, ganz ehrlich, Hauptsache man fährt Fahrrad, ist doch bis zum gewissen Grad auch so ein bisschen wurscht, was man dabei anhat. Sollte sich aber jemand aufgrund dieses unfassbaren Product Placements Rafa-Bekleidung zulegen, dann möchte ich darauf bitten, dass darauf hingewiesen wird, dass das alleine mir zu verdanken ist. Und dann kann ich Ende 30 wenigstens noch sagen, dass ich Fashion-Influencer geworden bin. Okay, ciao. Ich hasse Wind. Wirklich. Wer hat denn die Scheißidee eigentlich gehabt? Ach. Ich weiß schon, warum die alle ihre Fahrradtutorials in der Garage machen.